Nagel, der frühe Vogel fängt den Baum um 2 Uhr morgens, 2 Uhr mittags. Ja. Ich bin schon seit 3 oder fast 4 Stunden wach. Weißt du, was es jetzt gleich gibt, Jan? Frühstück? Gläser! Oh ja, aber erstmal Frühstück. Na komm, es ist 2 Uhr. Nee, du willst direkt mit dem Mittagessen anfangen? Ja. Oh, komm, Gott. Da hast du nichts gegen, das weiß ich. So, und was machen wir gleich? Wir spielen gleich Nintendo Switch. Und gehen was spazieren und dann wieder was essen und dann pennen. Das und war viel vor, jetzt ist schon um 2, Schatz. Und du pennst, also du hast so lange gepennt. Hammer. So, ich bereite jetzt gerade das Essen vor. Blöderweise habe ich meine Soße und das Valais-Schnitzel vergessen bei der Oma. Und deswegen gibt es für mich heute nur gebratene Gläser und Rotkohl. Tobi hat da 3 Entenbrüste und Soße. Ja, das mache ich jetzt fertig, aber die brauche ich noch. Der ist jetzt aber nur 1,5, glaube ich. Und die anderen 1,5 Scheiben da oder Brüste packe ich in den Kühlschrank wieder zurück. Wir haben noch ohne Ende Essen da. Wir haben noch genau dieselbe Portion Rotkohl, nochmal 3 Klöße und so. Das ist Klöße. Ja, und eben hat die Corinna angerufen, also Tobis Mama, meinte, hey, ich habe übrigens noch Mohn und Apfelkuchen von der Oma mitbekommen. Ja, geil, Jackpot, besser kann Weihnachten nicht sein. Hallöchen, ihr kleinen Cuties. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Tobis Mama und werden da kurz die Playstation von uns abgeben, weil die Mama möchte gerne mit ihrem Freund einen Film gucken und wir haben dann direkt auch noch den Film mitgebracht und das ist aber Blu-ray, glaube ich, und deswegen brauchen sie deswegen eine Playstation. Deswegen kann auch nur die Playstation 3. Ja. Naja, auf jeden Fall machen wir das jetzt. Und die Oma hat Kuchen gebacken, das heißt, wir kriegen jetzt auch Kuchen. Okay, Leute, das ist vielleicht gerade ein bisschen ungewöhnlich und ihr werdet euch fragen, was ist jetzt gerade alles in der Zwischenzeit passiert? Heute am ersten Weihnachtsfeiertag ist nicht großartig was passiert. Wir haben meiner Mama noch die PlayStation 3 gebracht, haben dann noch ein bisschen Kuchen gegessen und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und gucken seitdem an Filme, haben Nintendo gespielt und alles Mögliche. Und jetzt gerade war ich erzähl's euch so, wie es ist, 200%. Ich war gerade auf Klo pinkeln und Martin hat sich ein Facebook-Video angeguckt und meinte gerade, hä, das kann nicht sein. Es gibt eine Sache, die Männer nicht können. Das muss ich testen. Also, das müssen wir herausfinden, ob du es kannst oder nicht. Und ich so, ja, was denn? Also ich habe keine Ahnung, worum es jetzt hier gerade geht. Sie hat nur gesagt, ich brauche einen Mülleimer. Okay, also. Und sieht man, muss man was auf dem Boden sehen? Ja, du musst jetzt das mal filmen. Ich filme dich dann dabei. Du machst den hier, 1, 2 und gehst ganz normal dahin. Nimmst den, lehnst deinen Kopf an und nimmst den ganz normal hoch. Jetzt nimmst du den, du stellst ihn genau da jetzt einfach hin. Erst hinstellen und dann anlehnen. Du stellst jetzt genau, ganz schnell hin. So, und jetzt, genau. Und jetzt hebst du den hoch. Geh hoch. Hä, warum kannst du das? Hä, was ist das denn für ein Kackvideo? Dass es Männer nicht können. Hä, was kann denn? Was ja, du kommst nicht hoch. Zeig mir das Video. Laber doch keinen Scheiß. So. Zeig mir das. Siehst du das? So. Hey, warum kommt der denn nicht hoch? Das ist schon schwierig. Okay, warte, so. Ich muss noch ein bisschen nach links gehen, so dass die Wand vor mir ist. So, und jetzt gehst du einfach mit deinem Kopf so, genau. So, und dann hat er irgendwas hier. So, und jetzt, oder? Genau, jetzt musst du einfach hochgehen. Ganz. Ich weiß nicht, was daran. Ob ich das mit Mülleimer. Guck mal, ob ich das mit Mülleimer mache und hochgehe. Oder. Ob ich das nicht mit Mülleimer mache. Ja, aber du darfst, glaube ich, nicht. Ich kapiere das nicht. Okay, ich verstehe es nicht. Schreib es in die Kommentare, ob das einen Sinn hat oder keinen. Null Sinn. Das ist genauso wie die Sache, das stellt die Menschen jetzt wieder vor einem riesengroßen Kleid. Ist das Kleid? Ist das Kleid blau oder ist das Kleid gold? So, erster Weihnachtsfeiertag um. Wir gehen jetzt pennen. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Bis dann. Guten Morgen. Was? Bitte schön, ich habe nur ein kleines Frühstück gemacht. Zweiter Weihnachtsfeiertag, also der Vlog geht weiter, haben wir ja gestern auch schon gesagt.
Hier ist gerade ein bisschen Frühstück gemacht, Käffchen, Brötchen aufgebacken. Leute. So ganz simpel. Ihr glaubt nicht, wie gut ich mich fühle. Es ist schon wieder 12 Uhr oder so. Es ist schon wieder 12 Uhr. Ich habe einfach komplett gepennt. Ich habe mich 5000 Mal umgedreht und ich weiß einfach, dass jetzt Frühstück auf mich wartet. Und danach wird wieder gepimmelt. Gepimmelt, Alter. Ich hoffe, ihr hattet auch schöne Feiertage. Wir haben immer noch Essen von Weihnachten. Wir haben immer noch Ente. Also ja, für mich ist das geil, die Klößen der Rotkohl. Ja. Aber ich habe gestern gut sauber gemacht, ne? Ja, ich habe jetzt auch gerade eben noch hier ein bisschen Tisch aufgeräumt und so Kram. Geregnet heute Nacht. Mhm. Naja. Das ist unglaublich. Dieser Kater erkennt das Geräusch von der Finesse. Und er liebt das ja, der liebt das so sehr. Finesse. Er liebt Putenbrust. Jetzt nicht irgendwie. Ich finde, das ist aber nicht mit schlimm. Salz oder sonst irgendwas. Einfach reine. Ja, die mit diesem Honig, die mag er so gerne. Ich finde das aber auch nicht schlimm. Man kann so Katzen auch mal so eine Kleinigkeit geben. Ja, und jetzt bitte nicht sagen, ihr füttert eure Katze vom Tisch aus. Das ist, unsere Katze ist kein Hund. Bei einem Hund verstehe ich das, aber das ist eine Katze. Unsere Katzen kamen noch nie an, während wir gegessen haben, haben sich auf den Tisch gestellt und wollten unser Essen nehmen. Nee, also die sind da wirklich, aber er hört das halt und er kennt das eigentlich, dass Tobi und ich uns in der Küche das Frühstück machen. Und sobald ich die Packung aufmache, weiß er ganz genau, Finesse. Ich glaube, da fällt gleich was runter. So, eigentlich wollte ich mich heute nicht schminken. Ne, kleine Maus, du wolltest dich heute auch nicht schminken. Eigentlich nicht. Komm mal mit, Mäuschen, ich zeig dir was. Ich habe gerade mein 900.000 Abonnentenbild gemacht auf Instagram. Das ist jetzt eine Arbeit hier. Guckt euch das mal an. Richtig schön. Wenn ich euch einen Tipp geben kann, wirklich, wenn ihr Fotos machen möchtet, benutzt Lichterketten. Die machen so viel her. Ich bin jetzt gerade außer Atem. Freue mich voll, voll schön. Das Bild findet ihr dann jetzt auf meinem... Ach, wie süß, es sieht aus wie ein Herz. Das Bild seht ihr auf meinem Instagram-Account. Oh. Falls ihr mir und dem Tobi... Nein, der Esel nennt sich immer zuerst. Falls ihr dem Tobi und mir noch nicht folgen solltet dort, tut das gerne mal. Hier findet ihr unsere Instagram-Namen. Und dann könnt ihr sehr, sehr... Warum bin ich gerade so außer Atem? Egal, da könnt ihr uns sehr, sehr gerne folgen. Wir würden uns mega freuen. Da findet ihr immer ein paar Bilder auch noch so aus unserem Urlaub oder wenn wir mal unterwegs sind und so aus dem Leben. Einfach ein paar Bilder. Und ich gebe mir da sehr, sehr viel Mühe und auch der Tobi. Ich weiß, es gibt die Leute, die mögen überhaupt gar keine gestellten Bilder. Ich lade auch sehr oft Bilder hoch, die nicht gestellt sind. Aber ich persönlich lebe mich gerne auch in Bildern aus und finde sowas halt auch wunderschön. Und natürlich ist das gestellt, ne? Mein Bett oder unser Bett sieht nicht jeden Tag so aus. Und ja, ihr könnt trotzdem gerne vorbeischauen. Ich würde mich mega freuen. Wir geben uns da sehr, sehr viel Mühe. So, Leute, wir sind jetzt wieder in der Thermenwelt. Und ich merke noch, dass ich voll geschminkt bin. Wie doof. Und wir haben einen Gutschein schon mal eingelöst. Und jetzt wird erstmal entspannt für die letzten 3 Stunden heute vom Tag. Und morgen geht's mit Vollgas wieder los. So, bis gleich. So, wir sind wieder zurück von der Therme. Und jetzt gibt's hier gerade noch das restliche Essen. Und der Tobi, der hat hier solche Dinger geholt. So Kartoffelgratin mit Tomate und Mozzarella. Die Ente ist jetzt gerade in der Mikrowelle. Ich weiß. Und ja, hier brät jetzt gerade noch alles. Und dann mache ich die hier gleich noch im Backofen. Das sind diese kleinen Teile, weil wir haben nur noch 3 Klöße. Ja. Süße. Wir haben übrigens ein Schergerät geholt, ne? Also gekauft. Ja, damit werde ich dich scheren. Ja. Und wenn du nicht lieb bist, dann gibt's Theater, du kleine Hexe. Ich muss dich scheren. Hui. Das war ein Abend. Wir haben jetzt eben, nachdem ich hier noch ein bisschen was zu essen gemacht habe, wir haben den Film Das Schicksal ist ein mieser Verräter geschaut. Tobi und ich hatten den schon mal geschaut und haben den jetzt... Oh, was war das? Und haben den jetzt gerade nochmal geschaut. Und dieser Film ist einfach herzzerreißend. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, der ist schön, der Film ist schrecklich, der Film ist... Keine Ahnung, ich glaube, am besten beschreibt es, der Film ist einfach so ehrlich. Wir gehen jetzt schlafen. Kleiner Schatz, wir gehen jetzt schlafen und Finn und melden uns morgen, nein, morgen nicht, wir melden uns am Donnerstag wieder. Morgen ist hier ein kompletter Aufräumtag, das heißt, wir werden morgen den Tag auch nicht filmen, weil wir uns komplett auf die Wohnung konzentrieren werden, auf das Haus und werden komplett alles aufräumen. So ein kleiner, eigentlich Frühjahrsputz im Winter.
Und ja, dann am Donnerstag kommt ihr mit einem, also dann werden wir zu einem Termin gehen. Und zwar zu meinem Augenbrauentermin. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und der kleine Finn, der ist hier gerade ein bisschen am Rumspinnen. Und der sagt euch jetzt gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Willkommen. Ich war den ganzen Morgen unterwegs, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Zwischen Weihnachten und Neujahr noch ein Auto zuzulassen, das war schon echt ein Film. Aber es hat funktioniert. Und hier ist er. Ich sitze gerade in dem neuen BMW. In dem alten neuen BMW. Der bald meiner Mama gehören wird, aber für die nächsten 2 Monate erstmal mir gehört. Und jetzt, wie soll es anders sein? Geht die Karre erstmal zum Mr. Wash und dann kriegt er erstmal innen und außen, also Außen- und Innenreinigung, und wirklich wird er mal ein bisschen auf Hochglanz gebracht. Gleich werde ich noch zu Autoprofi fahren, da werde ich noch 1, 2, 3 Ersatzteile holen, was mir dann schon so aufgefallen ist. Und dann werde ich so nach und nach, peu à peu, Monat pro Monat, den Wagen immer mehr aufhübschen, auf Vordermann bringen, und dann wird in ungefähr 2 Monaten meine Mama ein Top-Auto in der Hand haben. Ja, ich freue mich, ich mag den voll. Das erinnert mich irgendwie okay, er ist nicht so neu wie der BMW, den blauen, den wir mal hatten. Aber hey, irgendwie erinnert es mich total an die Zeit damals mit Maren, wo wir so viel rumgefahren sind und so. Ach ja, und übrigens, Philipp ist hinter mir. 325i hat er. Das hier ist ein 320 Diesel. Auch E46 kompakt in Silber. Sieht sehr lustig aus, wenn wir zusammen rumfahren. Er hat heute auch seinen Wagen angemeldet und geht ihn jetzt genauso sauber machen. Ich bin nach Hause gekommen. Richtig geil. Wir haben gerade hier so ein Paket bekommen. Na, waren alles so? Warte, ich zeig's. Wo hast du die hingetan, die Dinger? Oh, hier. Solche Dinger waren da drin. Und Philipp, so neugierig wie er ist, macht sich das Ding auf und beißt einfach rein. Und in dem Moment lese ich... Er hat es abgeleckt und ich lese einfach so vor Bubble Bath. Das ist einfach eine Badekugel gewesen. Aber hat gut geschmeckt? Der erste Moment war echt süß. Hey Leute, so, ich bin jetzt auf dem Weg, habe mich gerade fertig gemacht und fahre jetzt zu meinem Augenbrauentermin. Gleich hat die Maren schöne Augenbrauen. So, ich sitze im Auto, unglaublich, 4 Grad und die Sonne scheint. Ich kann die Sonnenbrille tragen, ich freue mich. Ja, ich sitze jetzt wie gesagt im Auto und bin auf dem Weg jetzt zu dem Studio. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin gerade angekommen. Mega hübsches Studio, voll süß. Und mega einfach eigentlich zu finden. Ich hatte jetzt gerade noch ein bisschen Probleme mit dem Parkplatz. Aber das ging, weil das Parkhaus war brechend voll. Okay. Die Augenbrauen werden jetzt gerade... Wie hieß das jetzt nochmal? Es wird jetzt nach dem goldenen Schnitt vorgezeichnet. Genau. Es wird jetzt erstmal, werden die Punkte ausgemessen. Einmal der Abstand hier vorne. Mhm. Der letzte, höchste, tiefste Punkt. Und dann wird es gleich deinem Knochen entlang verbunden. Dann ist es quasi deine perfekte Form für dein Gesicht. So, ihr könnt es hier schon mal sehen, wie das aussieht. Wunderschön. Und wir haben jetzt gerade schon besprochen, wir werden die auf jeden Fall in meiner Farbe, wie meine Augenbrauen halt auch sind, stechen. In einem dunkelblond, hast du gesagt? Ja, dunkelblond, hellbraun und so. Genau. Wird das dann so ein aschiger Ton? Ja, die sind immer aschig, damit die sich auch nicht verfärben später, okay. Dass du nicht so orange Augenbrauen kriegst. Genau, das war so immer meine größte Sorge, dass sie vielleicht orange oder so grünlich, so, weißt du, was ich meine? Ja, hauptsächlich orange, wenn die immer, wenn Eisenoxid enthalten sind, das ist aber bei unseren Farben gar nicht der Fall. Also so. Die Farbe ist heute relativ intensiv, und dann wird ja auch in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen nachdunkeln, weil sich so eine leichte Kruste bildet. Du siehst das aber nicht so als Kruste, das ist einfach nur so ein bisschen trockener, ne? Ah, okay. Die Kruste fällt dann so in der ersten Woche ab, also das siehst du auch nicht, das schuppt sich einfach so ein bisschen ab. Dann denkst du erstmal, Gott, da ist nichts mehr übrig geblieben, weil das so wird, ne? Weil so Hautschüppchen nach drauf sind. Und wenn die dann in der zweiten Woche lösen durch die Pflege, ne, dann siehst du erst wieder die Farbe. Richtige Farbe. Genau, und die ist aber trotzdem 50% ungefähr heller als jetzt. Ne? Okay. Aber ihr könnt jetzt mal sehen, so sehen meine Augenbrauen aus. Also ihr seht das, ich habe eigentlich hier keine wirkliche Ecke, sind total dünn, nicht wirklich eine Form drin, und die machen wir jetzt.
Papi. Hallo. Hi, kleiner Schatz. So, Leute, ihr seht, ich habe schon meine Schlappen an und meine Kuschelsachen. Jetzt zeige ich euch mal mein Ergebnis. Ich bin unglaublich zufrieden. Das ist wirklich... Ich freue mich. Ich werde jetzt mal euch das Foto zeigen, was ich gerade gemacht habe. Und zeige euch mal, wie das jetzt aussieht, wenn ihr das ganz, ganz nah sehen würdet. Ganz fein. Hey, Handy, nicht aufgeben. So sieht das jetzt aus, das Ganze. Und ihr seht, wo meine eigentliche Augenbraue ist. Natürlich geht kein Mensch so nah an mein Gesicht ran, außer ich selber vielleicht. Und sie hat auch, wie gesagt, dass wir da noch ein bisschen was machen müssen. Ja, ich bin da jetzt gerade mega happy. Guckt mal, zum Beispiel hier seht ihr das ganz gut, was sie machen kann, wie sie es gemacht hat. Also wirklich sehr, sehr schön. Sie wollte eigentlich dunkler gehen, weil ich einfach so ein bisschen Angst habe, dass es nachher mir zu dunkel ist. So, jetzt gehe ich mal hier komplett wieder raus. Und ich habe lieber die Möglichkeit, dunkler zu gehen, als dass es nachher zu dunkel ist. Und ich bin unglaublich zufrieden. Das Ergebnis ist so, so toll. Sie hat halt mir gesagt, ich habe eine sehr, sehr starke Mimik. Das seht ihr auch immer. Ich mache super oft den hier. Das heißt, ich hätte die Augenbraue hoch oder ich mache so... kein Mensch was dafür, außer Maren. Und deswegen, sie hat gesagt, Maren, lass locker. Und ich war die ganze Zeit so voll angespannt, als sie aufgezeichnet hat. Obwohl sie gar nichts gemacht hat, außer aufzeichnen und ausgemessen. Hat gesagt, bist du gerade locker von der Stirn? Und ich war so. Und sie so, sei locker. Und ich so, okay. Und ja, das ist jetzt das Ergebnis. Ich bin mega happy. Ich werde auf jeden Fall dazu ein eigenständiges Video auf meinem Kanal machen, weil es super viele interessiert. Das habe ich über Instagram, über alle Plattformen, die ich eigentlich besitze, mitbekommen. Und ich bin sowas von glücklich. Wirklich, ich bin happy ohne Ende. Wir haben gerade Essen geholt bei Pizza Flamme. Und ich wusste, dass wenn ich jetzt anfange zu filmen, dass die das Feuerwerk nicht weitermachen. Wir schießen und es schon welche Raketen. Ja, aber richtig schöne Raketen. Und in welchem Art? Da. Welchem Art ist das? Achso, da. Da. Wow. Schön. Warum jetzt schon? Ich weiß es nicht. Bringt das nicht sogar Unglück? Nein, aber... 3 Tagen ist Silvester. Ja. Warum verballert man jetzt schon alles? Ich kann es euch nicht sagen. Dir nicht sagen. Naja, auf jeden Fall, wir haben jetzt Essen geholt. Tobi sitzt im Auto von Tobis Mama, was sie in 2 Monaten bekommt. Und ja, wir fahren eine Runde damit. Ja, ich bin gerade auch schon gefahren. Und das ist sehr cool. Ah, Feuerwerk, ich find's schön. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Ja, ist nicht. Alter, da stehen ja. Oh, guck mal, sind ja richtig viele. Was ist denn hier los? Ja, okay, wahrscheinlich hat. Boah. Mark feiert Geburtstag oder so. Ja, irgendwie sowas. Tätere, Tobias und ich spielen jetzt Mario Kart. Und so sieht die erste Strecke aus. Ein bisschen ändert das mich noch von der normalen Wii. Also ein paar, die haben die nur so leicht verändert immer. So, Leute, wir sind raus, wir gehen pennen, wir haben 22 Uhr, Maren und ich sind fix und fertig, die letzte Nacht kaum gepennt, heute viel geschafft und dann sehen wir uns morgen wieder, bis dann.